Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Let's Play hier auf games.de. Ich bin euer Christian und heute spielen wir, schauen wir mal. Wir spielen Good Game Empire. Dazu geben wir das in die Suche ein auf games.de, klicken auf Good Game Empire. Und dann, sobald die Seite geladen hat, können wir jetzt kostenlos spielen. So, dann kommt ihr hierher. Und dann, meldet ihr euch hier neu an oder da ich natürlich schon mal mich eingeloggt habe, klicke ich hier rauf. Warte kurz. Und da sind wir auch schon im Spiel. Wie ihr seht, wir werden nett begrüßt von einem kleinen Text, der uns sagt, endlich seid ihr angekommen. Willkommen in meiner Burg. Alter Freund. Junger, neuer Freund. Bevor wir den großen Angriff beginnen, gibt es noch viel für uns zu tun. Okay, schauen wir mal, was es so zu tun gibt. Neue Aufgaben? Ja. Baut ein Gebäude. Okay, dann bauen wir mal ein Gebäude. Zack. Jupp. Und das wird uns auch schon angezeigt. Wohin? Nämlich da. So. Dann klicken wir hier rauf. Die Weltkarte. Schauen wir uns die Weltkarte mal an. Okay. Dann klicken wir mal drauf. Und Angriff. Lass uns nun den Angriff planen. Wir können den Verräter von drei Seiten aus angreifen. Okay, dann machen wir das mal. Okay, frontal. Front bin ich immer gut. Attacke. So, jo. So. Alle einsetzen. Jo, Attacke. All in. So, Angriff. Haha, es brennt. Yeah. Sieg. Okay, erstellen wir uns ein Wappen. Okay. Wappen erstellen. Nehmen wir das. Farben nehmen wir natürlich. Weiß und Orange. Naja. Doch. Nehmen wir das. So. Anordnung. Ach, warum nicht? Was nehmen wir? Nein, nehmen wir hier klassisch eine Krone? Schwarz? Und hier unten nehmen wir einen Adler. So. In hübschem Schwarz. Ja. So, kreativ. Und Attacke. Tada! Die Geburt eines Imperiums. Yay! Zum Dank eurer Tapferkeit wurde euch eine eigene Burg verliehen. Erlaubt mir, euch bei euren ersten Schritten als Burgherr beratend zur Seite zu stehen. Okay, schauen wir mal. Neue Aufgabe. Was haben wir? Wir brauchen Rohstoffe. Okay, ist logisch. Okay, ein Holzfäller und Steinbruch. Beides 0 von 1. Okay, Baumenü. Zack. Zivile Gebäude ist auch logisch. Und ein Holzfäller. Und Attacke. So, jetzt bauen wir einen Holzfäller. Und jetzt kommt das hier noch dazu. Der Steinbruch. Den können wir anscheinend setzen, wo wir wollen. Also setzen wir ihn da. So. Und fertig. Sehr schön. Quest erfüllt. Und wir bekommen eine erste Belohnung. Sau cool. Okay, schauen wir weiter. Was haben wir hier? Ja, schön. Erfahrungslevel. Wir sind gelevelt. Yay. Schutz wäre gut. Bauen wir eine Verteidigung. Okay. Klicken wir den Turm an. So, und aufrüsten. So weit, so klar. Machen wir das mal mit allen? Dürfen wir nicht. Doof. Okay. Was haben wir denn hier? Burgflächenerweiterung.
öffnet das Baumenü und wählt eine Richtung zum Erweitern aus. Jo, Baumenü. Ah, okay, das finde ich jetzt praktisch. Ja, machen wir mal. So. Quest erfüllt. Hey! Okay. Alles zu teuer. Voll doof. Okay, neue Nachricht. Ihr braucht Schutz? Herr, ich bin euer erster General und militärischer Berater. Meine Aufgabe ist es, für die Sicherheit dieser Burg zu sorgen. Und dafür brauche ich Soldaten, um uns zu verteidigen. Genau. Ja, ihr seht, er ist ein wichtiger Soldat, denn er hat, hier eine Narbe. Was haben wir denn? Um Soldaten ausbilden zu können, brauchen wir eine Kaserne. Ist logisch. Soweit, noch ganz realistisch. Zack. Kaserne bauen wir schön hier hin. So, die dauert 30 Sekunden. Wir können allerdings das jetzt beschleunigen. Aber, nö, machen wir nicht. So, Edge Badge. Wir gucken uns mal ein bisschen hier um. Was es hier sonst noch so gibt. Und man muss sagen, diese Comic-Grafik ist eigentlich relativ hübsch. Oder? Also was meint ihr? Ich meine, nichts hübsch. So. Die Musik ist auch ganz nett. Ich weiß jetzt nicht, ob die vielleicht auf die Dauer, wenn man das jetzt irgendwie 3 Stunden am Stück spielt, ob sie da vielleicht ein bisschen nervig wird. Naja, schauen wir mal. Sehr gut. Jetzt können wir mit der Ausbildung von Soldaten beginnen. Super. Soldaten bauen. zack. Jo. Und Attacke. Ja, ein Soldat. Man muss sagen, es geht relativ flott. Also da habe ich schon längere Bauzeiten gesehen in Spielen. Und wieder, yay. Stufe 3. Ha. Geht ja relativ easy, ne? So, bis jetzt noch keine große Herausforderung. Was haben wir hier? Farmhaus Stufe 1. Okay. Zack. Farmhaus. Tschupp. So, okay. Das beschleunigen wir jetzt mal. Zack. So. Quest erfüllt. Die Edelsteine könnt ihr euch, glaube ich, kaufen, natürlich. So, achtet immer darauf, dass ihr mehr Nahrung produziert, als eure Soldaten verbrauchen. Das ist wichtig, denn sonst leiden wir alle Hunger. Ne? Ist logisch. So. Hier oben seht ihr ja unsere Rohstoffe. Ja. Hier Nahrung. 19,3 Nahrungsproduktion, 2 Nahrungsverbrauch. Wir haben also noch ein bisschen Platz. Ja. So. Und noch eine neue Aufgabe. Ein Wohnhaus. Was wäre eine Burg ohne Wohnhäuser? Ja, da. Ha, war ich schon richtig. So. Zack. Direkt neben die Kaserne, damit die lieben Soldaten es gar nicht so weit haben nach Hause. Schuppdido. Na komm, jetzt mal ernsthaft. So. Steuerzahler. Ihr habt Bürger in eurer Burg. Jetzt könnt ihr damit beginnen, Steuern von ihnen zu verlangen. Steuern. Sehr schön. Ja, er guckt schon so, wie ich eben geredet habe. Sehr schön. Passt. Das könnte ein Bild von mir sein. Egal. Natürlich ist das Wohnhaus in eurer Burg nicht umsonst. Und da komme ich ins Spiel. Ich kenne gewisse Methoden, um eure Untertanen zum Steuerzahlen zu motivieren. Jetzt mal ernsthaft, ihr denkt doch auch, dass der so redet, oder? Na, okay. Steuernfenster. Öffne das Steuernfenster mit einem Klick auf den Geldsack. Passend. Okay, Geldsack. Sehr schön. Schickt mich für 30 Minuten los. Heilige Mutter. So, für ein Haus braucht er 30 Minuten. Mann, bist du langsam. Fertig. Ich mache mich auf den Weg und kehre in 30 Minuten mit den eingesammelten Steuern zurück. Ja, dann, ne? Viel Spaß. So, wo ist er denn? Ist er das? Nein, das sind irgendwelche... Das ist ja auch schön. Guck mal. Ha, der Trickhammer. Da, das ist der Steinmetz. Guck mal, was der für einen Hammer trägt. Der hat Kraft. Krass. So, gucken wir mal weiter. Neue Nachricht. Der Feind vor der Tür. Oh mein Gott. Es heißt, dass eine Bande von... Ich sollte aufhören, den Fremden zu sprechen. Das irritiert, glaube ich, euch, oder? Ja.
Das heißt, dass eine Bande von Deserteuren brandschatzend durch diese Länder einzieht und ganze Dörfer dem Erdboden gleich macht. Wir müssen dieser neuen Bedrohung mit eiserner Faust entgegentreten. Da bin ich aber stark dafür, lieber Kommandant Scarface. Burgflächenerweiterung. Habe ich das schon? Okay, machen wir nochmal. Machen wir halt nochmal eine Burgflächenerweiterung. Ich meine, wird ja auch eng, ne? So. Hier. Wir bauen einfach über das Feld. So. Ah! Ha! Mitgedacht. Sehr schön. Sehr gut. Jetzt haben wir ausreichend Platz. Ja, das will ich mal hoffen, ne? So. Nochmal neue Aufgabe. Was haben wir jetzt? Bau Verteidigungswerkstatt. Uhuhuhuhu. Jetzt kommen die schweren Geschütze, Leute. Jetzt wird's lustig. Ja, komm, zack. Seid ihr auch solche Menschen, die irgendwie bei so Aufbaustrategie immer alles so Seite an Seite bauen? Also ich bin da relativ schlimm. Ich hab auch gerne so irgendwie, dass meine Straßen etc. in diesen Spielen relativ gerade sind. Und im rechten Winkel, sofern möglich. Ausgezeichnet. Nun könnt ihr Verteidigungswerkzeuge produzieren. Ja, das will ich auch mal hoffen, denn sonst wäre diese Verteidigungswerkstatt ziemlich doof. So. Und jetzt kriegen wir hundertprozentig auch gezeigt, wie wir diese neuen Sachen bauen. Lass mich mal gucken. Stahlproduktion. Wurfsteine. Okay. Wurfsteine. Jo, machen wir zu. Produktion und das da? Das da. Werkzeuge produzieren. Wurfsteine. Gott, das ist aber auch fies. Guckt euch die Dinger mal an. Die sind ja eckig wie... Alter Schwede. Stell euch mal vor, ihr kriegt sowas gegen den Kopf. Das ist ja mies. Das ist ja heißes Öl, fast human dagegen. Wenn die Verteidigungskämpfer auf der Burgenmauer erheblich verstärken. Yay! Logisch, denn jetzt können sie auch was schmeißen aus ihren hölzernen Trinkkrügen. Verteidigung planen. Dann planen wir mal unsere Verteidigung. Oh, da ist das heiße Öl. Soldaten werden hier auf die drei Seiten der Burgmauern verteilt. Yo. Logisch, wenn man von drei Seiten eingreifen kann, kann man natürlich auch von drei Seiten verteidigen. Zack. Ja, alle ist eins. Okay, los. Okay, Attacke. Tada, Level. Also man kommt hier relativ gut. Burggames.de. Hä? Das ist doch ein Name, aber... Das schreiben wir jetzt nochmal hübsch. .de. So, liebe Leute, ja? Da muss man drauf bestehen. So, okay. Achtung! Bitte achtet auf eure Ausdrucksweise. Unangemessene Worte werden nicht geduldet. Ja. Bitte? Ja, ich wollte gerade sagen. Also es wäre mir neu, dass Games.de ein Schimpfwort wäre. Im Gegenteil. Und wählen den Hühnerstall aus. Klick. So, und hauen den einer da, ja, und einer da, so, ja. Na klar, hier wäre die Hauptmacht, hätten wir...